Es gab eine Importabteilung, Exportabteilung und so weiter. Man konnte sich das erstmal gar nicht vorstellen und alle haben gedacht, ja, wenn nicht fachlich getrennt, wie denn dann? Willkommen zu unserem ersten Beta-Talk rund um Beta-Codex-Themen. Und für dieses erste Mal, dass wir das machen, bin ich sehr, sehr erfreut, dass wir zwei tolle Gäste dabei haben mit einem super spannenden Thema. Zum einen mag ich begrüßen Thorsten Porath, Unternehmer, der mit Porath Custom Agents 2020 in die Open Space Beta Transformation gegangen ist, von der wir heute sprechen werden. Und auf der anderen Seite Silke Herrmann, die selbst Beraterin ist für Transformation mit 20 Jahren und mehr Erfahrung in dem Bereich, Co-Autorin des Open Space Beta Konzepts ist und diese Transformation begleitet hat. Und damit möchte ich auch ziemlich direkt ins Gespräch reingehen. Und was mich natürlich sehr interessiert, was uns alle sehr interessieren wird, Thorsten, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, hier muss ich was ändern? Und wie bist du da auf Beta-Codex gekommen? Ja, danke Peter für die Einführung. Schönen guten Abend erstmal an alle, die zuhören. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Ja, die Geschichte ist bei mir sehr lang, hat natürlich auch sehr viele persönliche Gründe. Mein Unternehmen ist ein Familienunternehmen, das durch meinen Vater Mitte der 80er schon gegründet wurde. Und ich bin seit Anfang der 90er auch dort tätig. Ich habe jetzt gerade mein 30-jähriges Jubiläum im September gefeiert. Und also die Feier kommt noch, aber bin seit 2003 alleiniger Inhaber und damals hatten wir ein Büro in Hamburg mit 12 Mitarbeitern, mich mit einberechnet. Ich habe mich da als Mitarbeiter mit dazu gezählt, habe damals auch noch unsere Software mitentwickelt, die Zollabwicklung gemacht, Kunden betreut, also habe wirklich alles gemacht außer Geschäftsführung und habe natürlich mein Bestes getan, da reinzuwachsen. Und wir hatten dann im Unternehmen, insbesondere in den Jahren nach der Lehman-Pleite, das waren wirklich für die Logistik super Jahre. Ich habe gestern mal rein zufällig die DAX-Performance der letzten 20 Jahre mir angeschaut. Und da sieht man ganz deutlich, also nach 2008 und 2009 geht es eigentlich nur noch aufwärts mit einem kleinen, also natürlich immer bisschen wieder runter, aber eigentlich geht es steil aufwärts. Das ist ja einmalig in der Historie des DAX. Und das hat natürlich auch unser Geschäft maßgeblich beeinflusst. Und wir sind sehr stark gewachsen. Und eine Zeit lang fühlte ich mich so, als würde ich eigentlich nur noch Mitarbeiter einstellen, egal wo sie herkommen. Und dann waren wir über 25 Mitarbeiter in einem Büro, fühlten uns so ein bisschen auch wie in einer Liegebatterie. Also es war eng. Aber die Stimmung war auch super, obwohl sich einige beschwert haben, ist sehr laut. Aber mein Problem war damals, so wie ich die Firma übernommen habe, habe ich damals schon gemerkt, die Firma war sehr personabhängig von meinem Vater. Und das war etwas, was ich nicht wollte, wo ich immer dachte, naja, du lebst ja auch nicht für immer und irgendwie musst du ja langfristig, also ich hatte da nicht vor, abzuleben, aber natürlich macht man sich Gedanken darüber, wenn man Verantwortung auch für Mitarbeiter und Kunden hat, wie kann denn das Unternehmen sich so organisieren, dass es auch langfristig ohne mich weiter existieren kann und möglichst erfolgreich. Ich bin damals leider, wie so viele Unternehmen, den falschen Weg gegangen zur dunklen Seite, weil ich letzten Endes auch nichts kannte. Also ich war nie ein Freund von Alpha. Das habe ich schon am ersten Tag meiner Ausbildung gemerkt, wobei ich immer unterschieden habe. Die Arbeit hat mir total Spaß gemacht, aber ich wurde halt insbesondere durch meinen Chef demotiviert als kleiner Stift und wusste da schon, das kannst du nicht dann den Rest deines Lebens ertragen.
Nichtsdestotrotz haben wir damals, weil mein Problem war, es sind alle Mitarbeiter wirklich zu mir gekommen, wollten für, also jede Entscheidung sollte ich treffen, alle Kunden wollten mit mir sprechen, ich habe die Angebote geschrieben, ich bin wirklich wahnsinnig geworden und habe dann gesagt, das geht so nicht, habe mir professionelle Unterstützung geholt durch ein renommiertes Beratungsunternehmen aus Hamburg, mit denen ich auch ganz lange gearbeitet habe. Dann haben wir natürlich Teamleiterstrukturen eingeführt, Abteilungen gebildet, haben dann sogar noch, das war, ich kann mich heute da rausreden, zum Glück war es nicht meine Idee, ich war eigentlich dagegen. Wir haben dann diese Abteilung auch noch fachlich getrennt in Import und Export bei uns. Ich habe damals schon gesagt, überlegt euch das gut, weil natürlich kann man sagen, man kann sein Know-how bündeln und so weiter, aber die Arbeit wird einfach weniger vielfältig. Eigentlich wird es langweiliger und wir können auch Kunden nicht mehr komplett betreuen. Das habe ich damals zwar schon kapiert, aber habe mich dann der Mehrheit gebeugt. Wir haben das dann so gemacht. Die Teamleiter wurden alle ausgebildet, Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen, also so dieser Klassiker vom Teamplayer zum Teamleader und wie die Seminare da so heißen. Wir haben auch regelmäßig dann Führungstrainings gehabt, haben uns aber sehr schwer getan allgemein mit dem Thema Führung. Das hat sich eigentlich immer so beschränkt auf die Arbeit irgendwie organisieren, ein bisschen kontrollieren, dass auch alle richtig arbeiten oder überhaupt mal arbeiten und Urlaubsanträge abhaken und so weiter. Ich habe es damals gemacht, weil ich Alpha einfach für alternativlos hielt. Also mir war nicht bekannt, dass es damals schon eine bessere Alternative gab. Und tatsächlich ist es so, der Kommunikationsaufwand wurde dadurch weniger. Das wurde von mir ferngehalten. Aber rückblickend fingen da eigentlich die Probleme erst an. Denn welche Dynamik solche Struktur dann erzeugt, das muss ich euch, denke ich, nicht sagen. Also ich muss dazu auch noch sagen, ich bin ja kein Freund des Plans. Wir haben nie unsere Umsätze geplant oder das Jahr geplant, haben aber alles mögliche andere immer ausprobiert, wo ich sagen muss, ja, gut gemeint, aber im Grunde, also ganz viel ging auch oder einige Dinge gingen in die Hose. Zum Beispiel kamen wir irgendwann mal in einem Teamleiter-Meeting, wo wir über ein Gehaltssystem gesprochen haben, wo es aber nur darum ging, wenn jemand bei uns ganz neu anfängt und Zoll von Null auf lernt, was verdient der und was muss der in den nächsten 6 bis 12 Monaten alles lernen und wenn er das kann, was verdient er dann? Und dann ist uns aufgefallen, naja, irgendwann stößt ja jeder auch an seine Grenzen, weil man kann im Zollbereich, das ist wirklich so umfangreich und kompliziert, da gibt es also den Zollgott, der alles kann, den gibt es auch beim Zoll nicht. Also gibt es auf der Gehaltsleiter irgendwann eine natürliche Grenze. Und ich habe dann gesagt, naja, das ist ja aber frustrierend, weil wenn Teamleitung das Einzige ist, wo man hier auch mit dem Gehalt weiterkommt, das ist ja nicht für jeden was. Was machen wir denn da? Und dann kam der Vorschlag, dass wir ja nicht alles selber machen müssen als Führungskräfte, sondern wir können ja auch für bestimmte Themen da Projekte draus machen und haben dann Budgets dran gehängt. Also das wurde dann extra bezahlt. Und das haben wir dann ein paar Monate gemacht, bis ich gemerkt habe, irgendwas läuft hier jetzt ganz schief, weil es wollte dann tatsächlich niemand mehr irgendwas machen, ohne dass er gefragt hat, was bekomme ich denn dafür? Also zum Beispiel auch Dinge, so administrative Tätigkeiten, die einfach irgendjemand mal mitmacht, wo aber alle von profitieren. Da kam dann auch der Mitarbeiter, das weiß ich noch wie heute, der kam zu mir ins Büro und sagte, ich möchte das nicht mehr machen, es sei denn, du bezahlst das extra. Und da habe ich gesagt, also das dann, wenn sich das jetzt so auswirkt, dann war das ein netter Versuch, aber das geht ja so nicht. Da haben wir das eingestellt. Zuletzt haben wir auch OKRs sogar ausprobiert. Ich hielt das für eine tolle Idee, weil im Nachhinein verstehe ich natürlich, dass es nicht so eine gute Idee war. Damals hielt ich es für eine gute Idee, weil man ja schon alle irgendwie dran beteiligt, dass es trotzdem Command and Control ist. Das war mir damals nicht so bewusst. Und es hat auch nicht wirklich funktioniert. Als wir dann mit OKRs gescheitert sind,
kamen ganz viele Dinge zusammen. Wir sind ja wirklich, inzwischen sind wir ja über 3 Länder verteilt, knapp 100 Mitarbeiter, und die Firma ist ja danach auch weitergewachsen, trotz der Alpha-Strukturen. Mir ist aber aufgefallen, dass wir zwar immer mehr Umsatz machen, aber dass auch die Kostenseite immer weiter explodiert ist, und zwar überwiegend durch, also wie ich damals dachte, Selbstverwaltung und teure Teamleiter und Manager. Aber es gab bei uns auch Verschwendung ohne Ende. Das ist übrigens ein großer Effekt, der während der Transformation dann hochkam, für was wir alles Geld ausgegeben haben, was total sinnlos war. Also letztendlich die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens entwickelte sich mit wachsender Größe eher negativ, und das macht für mich als Unternehmer natürlich keinen Sinn, weil ich trage immer mehr Risiken und unterm Strich bleibt das Gleiche, wenn nicht sogar ein bisschen weniger übrig. Das ist ja nicht das, was ich wollte. Das war so letzten Endes die Entwicklung. Und dann bin ich wieder auf dieses besagte Beratungsunternehmen zugegangen und habe denen gesagt, also wir haben jetzt alles ausprobiert, das funktioniert nicht. Und nach einem Tag Workshop verzweifelte der Berater dann an mir, weil ich gesagt habe, ich habe alles ausprobiert, ich brauche was anderes. Und dann sagt er, ja, da gibt es sonst noch ein ganz anderes Konzept. Und es ging dann um Reinventing Organizations. Das hat er mir dann zum Lesen empfohlen. Ich muss zugeben, ich habe es nie gelesen. Ich habe es hier im Schrank stehen. weil ich habe mich dann natürlich ich habe den Klappentext gelesen und habe gesagt, klingt ja cool, habe gegoogelt, bin auf einen Artikel damals gestoßen über Morningstar, diese Tomatenfabrik, wo es dann auch um Selbstorganisation ging, aber es war sehr oberflächlich, aber ich fand es wirklich so interessant, dass ich mich weiter damit beschäftigt habe und bin dann über meine weitere Suche auf das Buch Komplexitoden gestoßen. Habe es auch tatsächlich von vorne bis hinten durchgelesen, fand es super spannend und habe auch viel ausprobiert, wo ich heute weiß, warum es nicht funktioniert hat. Ich habe damals nämlich nicht begriffen, wir müssen aus Command and Control raus, und ich habe vor allen Dingen nicht verstanden, wie das geht, und konnte mir vielleicht auch da, weil mir einfach Informationen fehlten, gar nicht vorstellen, dass es überhaupt möglich ist, weil ich halt immer noch Alpha für normal hielt, aber irgendwie wollte ich das auch nicht. Und habe dann in meiner Verzweiflung irgendwann Nils Pfleging angerufen, nicht um mich zu beschweren, dass das alles nicht funktioniert, sondern ich kann mich jetzt zwar noch dran, also eigentlich an das Gespräch mit Nils erinnern, aber nicht, was wir inhaltlich besprochen haben. Nils hatte dann vorgeschlagen, er hatte so ein bisschen meine Beweggründe abgefragt, was ich mir denn so vorstelle und warum ich so verzweifelt bin, und hat dann, glaube ich, damals ziemlich schnell verstanden, was ich eigentlich brauche und dass ich nur erleuchtet werden muss. Und wir hatten dann einen Workshop in Hamburg mit ihm, der nicht gut lief, also für mich schon, weil ich habe verstanden, dass es genau das, was ich mir vorstelle, was ich die ganzen Jahre gesucht habe. Und so haben wir dann weitergemacht. Ich habe dann zu Nils gesagt, das machen wir. Und so bin ich dann an Silke geraten. Ja, da wollen wir kurz mal, genau, da wollen wir mal kurz rüberschwenken zu Silke. Erinnerst du dich noch an die Kontaktaufnahme und an die ersten Eindrücke und wie du die Situation damals eingeschätzt hast? Erzähl mal etwas davon, von euren ersten Begegnungen und wie du in die Rolle reingekommen bist, in der Transformation, in der du gewesen bist oder in der du bist. Also ich habe natürlich von diesem ersten Workshop gehört und auch so von so die Vorinformation bekommen, da ist ein Unternehmer, der hat ein ernsthaftes Interesse. Und habe natürlich auch die Information bekommen, dass das so ein bisschen sperrig war, nenne ich das mal. Und was so ganz wichtig ist, also immer wenn ich in so einen Kontakt komme, geht es ja erstmal darum zu klären, habe ich da einen Gegenüber, der das A wirklich will und von dem ich jetzt auch denke, der trägt das durch. Also wenn wir über
Veränderungsberatung sprechen, dann wissen wir alle, dass der Großteil der Change-Vorhaben in irgendeiner Form nicht gut läuft. Also ob das jetzt Versandung ist oder Abbruch oder sonst irgendwas. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass die Menschen nicht wollen oder doof sind oder faul, sondern das hat eine ganze Reihe an Gründen und man muss einfach auch gucken, stimmen die Rahmenbedingungen. Und das heißt also, in dem Zusammenhang gibt es da einen Sponsor, der A will und der aber auch weiß, warum er will, also der auch wissen, der das auch beschreiben können muss und der auch eine Idee hat, wo das hingeht und der sich auch letztlich auch, also wenn da so ein bisschen, man muss auch wissen, warum man das andere will, also nicht so im Sinne von, wir bekommen ja auch immer wieder Anfragen im Sinne von, das ist jetzt schick oder das ist modern oder ich will da auch ein bisschen von haben. Das reicht einfach nicht als Energie und für eine ernsthafte Arbeit. Und ich habe schon mit Thorsten gesprochen. Also ich gebe zu, auch ich habe erst so meinen Zweifel gehabt. Also ich habe das auch ausgedrückt. Ich weiß noch nicht so richtig und ich erinnere mich auch, dass ich bei euch ja da so zwischendurch mal 3 Tage in Hamburg war und dann am 2. Tag relativ verzweifelt war und sage, ich weiß jetzt wirklich noch nicht so richtig, bis da so am 3. Tag der Knack kam und so sagen, so jetzt sind wir auch irgendwie beieinander, jetzt habe ich eine Idee, wie wir da rangehen können und das wird schon. Also weil man in so einer Arbeit, da wird sicher Thorsten noch ein bisschen mehr drüber erzählen, man ist schon auch nah beieinander und man trägt es auch wirklich ganz kollegial durch und dafür muss es dann auch eine Passung geben. Und zum Schluss ist es natürlich auch eine persönliche Passung. Also da geht es natürlich um die Frage des Auftraggebers, traue ich dem oder der Begleiterin oder den Begleitern das zu und umgekehrt, aber ich muss auch so irgendeine Wellenlänge haben von, ich kann auch miteinander reden, wenn es irgendwie richtig doof läuft, weil irgendwie zwischendurch hat man auch Punkte, wo es schwierig wird. Und ist es dann nicht so, dass man das Gefühl hat, jetzt muss ich mit dem oder der auch noch reden und das darf halt nicht sein. Also so da muss man diese Passung haben, die dann schlussendlich auch was Persönliches ist. Und dann funktioniert es auch. Und da sollte man sich, wenn man von außen kommt, vorher ein Bild machen, ob man denkt, dass das klappt. Also bei größeren Unternehmen heißt das immer so, ist da nicht jemand, der sich zwischendurch wegbewirbt. Ja, also das ist so eine Katastrophe. Ich habe ein besseres Jobangebot und bin weg. Vollkatastrophe. Das ist beim Unternehmer jetzt nicht so wahrscheinlich. Aber deswegen, also ich kann mich da gut dran erinnern. Und dann war es irgendwie auch klar. Und dann war auch, finde ich, hat sich das relativ schnell auch dann so eingeschwungen zwischen uns. Aber ich musste eben grinsen, als ihr erzählt habt über das Thema Verschwendung. Weil das darf man, glaube ich, auch sagen. Also, dass mir, als ich bei Porat war und sagte, so, wir machen jetzt, also es geht, wir nennen das ja Organisationshygiene, kann man auch anders nennen. So, dass mir alle mit Stein und Bein erzählt haben, dass sie nicht wissen, was ich von ihnen will, dass sie auch nichts haben, dass sie ein mittelständisches und ganz schmal aufgestelltes Unternehmen haben und so blöd sind, wie andere sowieso nicht machen und dass da nichts zu holen ist. So, also das war, ich glaube, über viele Wochen tatsächlich die Diskussion. Und es hat ein paar Monate eigentlich auch gedauert, wo man so schön sagt, also bis man dann so merkt, ach so, und Zeit ist auch ein Thema zum Beispiel. Eine schlechte Zusammenarbeit führt zu Verschwendung. Oder es gibt da noch Dinge, die haben wir ganz vergessen. Also diese Form der Verschwendung, die ja ganz vielfältig daherkommt, überhaupt so zu betrachten. Und es gab erstmal so ein richtiges Wegschieben und eher fast so ein bisschen so eine kleine Empörung, gell? Also wie man das unterstellen kann. Und im Nachhinein, glaube ich, haben wir da eine Menge geholt, gell? Ohne, und zwar übrigens ohne, dass da irgendjemand jetzt, ich sage mal so schön, die Teebeutel zweimal benutzen muss. Also so ist es nicht gedacht, sondern wirklich eigentlich an Stellen, wo man so sagt, es gibt eigentlich niemand, der gewinnt und eigentlich alle nur, die profitieren, weil Verschwendung halt wirklich ist, wie Geld in den Gulli schmeißen. Ne? Wie seid ihr denn dann zur Transformation gekommen? Wie ist das da vonstatten gekommen? Wie war denn dein Eindruck, Thorsten, als du dann gehört hast, ja, so eine Transformation, so eine Veränderung kann man durchführen in recht kurzer Zeit. Wie war denn so deine erste Gedanke in dem Moment? Ja, ich wusste natürlich nicht, wie es geht oder wie es gehen soll, aus dem Schlamassel rauszukommen. Insofern habe ich da schon, ich weiß nicht, wer es war, Nils oder Silke, um Rat gebeten. Ich glaube, mit Nils war ich damals eher in Kontakt zu der Zeit. Und Open Space Beta war, glaube ich, damals relativ neu, oder? Mhm.
Aber wir waren nicht die Ersten. Ihr wart nicht die Ersten. Schade. Aber neu war es. Ich wäre gerne gewesen. Schade. Wieder ein Orden weniger. Aber wir waren mit bei den Ersten und es war auch wirklich ganz gut so. Was mich daran überzeugt hat, ich war dann ja in Wiesbaden bei Silke zur Zertifizierung. Was da ganz gut war, war, dass ich den Felix Mergele getroffen habe, der das Ganze ja gerade durch hatte und mir so ein bisschen aus der Praxis berichten konnte, wie es lief und vor allen Dingen, wie toll es hinterher lief. Das hat mir natürlich, hat mich noch mal ein bisschen bestärkt. Und an Open Space Beta hat mir tatsächlich am besten gefallen, dass es ja wirklich ein vorgegebener, strukturierter Prozess ist und das Timeboxing ist einfach super wichtig. Das wurde mir zwar vorher erzählt, aber hinterher ist richtig klar, warum es so wichtig ist. Sonst dödelt man da jahrelang rum und dann kommt das operative Geschäft dazwischen und keiner hat mehr Zeit und so weiter. Und da hat man einfach diese 90 Tage, wo brutal geackert wird und natürlich auch viel durch Überstunden geleistet werden musste. Und was ich auch toll fand, war, dass es einladungsbasiert ist. Ich habe natürlich eine meiner ersten Fragen war, naja, und was ist, wenn ich jemanden alle einlade und keiner kommt? Ne? Also, er findet dann Geschichten und konstruiert Probleme. Das war natürlich nicht der Fall, aber natürlich ist es logisch, ich möchte nur diejenigen dabei haben, insbesondere beim Open Space, die auch wirklich sich beteiligen wollen und nicht nur zugucken oder Angst haben, ne, Fear of Missing Out oder aus anderen Gründen. Und so sind wir dann zur Transformation gekommen. Ich habe mich da ein bisschen natürlich auch auf die beiden, also Silke und Nils, auf die Aussage verlassen, weil ich wusste, das sind die Expertinnen und Experten für das Thema und ich hatte davon keine Ahnung. Wir haben dann auch noch weitere Mitarbeiter. Ich glaube, insgesamt waren 12 in der Zertifizierung oder waren das weniger? 12 ungefähr, ne? Also ihr habt relativ von allen unterschiedlichen Standorten unterschiedlich. Ja, genau. Wir hatten auch gesagt, also zu dem Zeitpunkt war ja noch vor Corona nicht in-house, sondern idealerweise in verschiedene Kurse rein, sodass wir nicht so Klumpenbildungen haben. Und ich denke, das hilft schon, dass wenn mehr Menschen einfach schon mal verstanden haben, was kommt da so auf die zu, wie ist das strukturiert, welche Rollen gibt es da, um was geht es da eigentlich? Und das sind ja dann intern auch Botschafter. Also es waren auch Kolleginnen und Kollegen aus Gdynia dabei. Wir haben ganz viele Bücher gekauft, also alle, die ihr kennt, also nicht nur die von Silke und Nils, es war auch die Biografie von Götz Werner dabei, die ich eben empfehlen kann. Das haben wir alles in so einer kleinen Bibliothek zur Verfügung gestellt. Da konnte sich jeder die Bücher mitnehmen. Wir haben das auch nicht dokumentiert. Also die sind dann natürlich auch an die Mitarbeiter verschenkt worden, weil gerade das Buch Zellstrukturdesign ist ja auch ein Arbeitsbuch. Da guckt man einfach immer mal wieder rein. Nicht nur während der Transformation, auch danach. Und ja, dann hatten wir irgendwann das Open Space geplant. Viel Vorbereitung liegt ja bei mir. Ich habe heute verstanden, also es wurde zweimal wieder gesagt, also nutzt diese Zeit, es ist super wichtig. Und im Nachhinein hätte ich sie gerne intensiver genutzt, aber es war ausreichend. Der wichtigste Punkt in der Vorbereitung ist natürlich meine Einladung gewesen, die zwei Seiten hatte, glaube ich, wo ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, warum wir das tun, was ist eigentlich die Notwendigkeit und die Dringlichkeit, warum wir das jetzt machen müssen, weil es ja wichtig ist, dass alle verstehen, warum wir jetzt dieses Open Space Beta bei uns machen. Also nicht nur, dass es Wunschdenken ist von mir oder irgendein, was, ne, der Porat probiert wieder was Neues aus, weil jetzt haben OKRs nicht geklappt, jetzt kommt das Nächste. Das war ja so, also da musste ich natürlich gegen an. Und deshalb war das extrem wichtig. Und es haben dann auch sehr viele zugesagt. Also wir hatten, glaube ich, fast 80% Zusagen. Damals war ja Corona hart im Anflug und wir hatten tatsächlich das erste OS1 terminiert auf Mitte März. Und
haben netterweise gesagt, wir führen das in Danzig durch, weil in Polen haben wir auch ein relativ großes Büro. Und ich fand es einfach nett, dass wir gesagt haben, die Deutschen kommen dann alle mal nach Polen geflogen. Und natürlich ist es auch wirtschaftlicher, ne? Ist günstiger, das dort die Veranstaltung dort zu machen als in Hamburg. Und dann gab es leider ein paar Tage vorher das Einreiseverbot nach Polen und wir konnten alle nicht reisen. Also auch wenn wir gesagt hätten, wir setzen uns jetzt alle ins Auto, es wäre nicht gegangen, weil es gab ja tatsächlich damals Grenzkontrollen wieder und die hätten uns gar nicht reingelassen. Und dann gab es natürlich auch die ersten Stimmen, die gesagt haben, das ist mir zu gefährlich, ich möchte da sowieso gar nicht dran teilnehmen. Was damals aus damaliger Sicht ja total nachvollziehbar war. Also haben wir gesagt, wir sagen das jetzt nicht ab, sondern wir verschieben jetzt erstmal den Termin auf einen späteren Zeitpunkt und schauen, was können wir denn jetzt ohne OS1 schon machen, noch im alten System. Und haben dann in Hamburg im Eingangsbereich und auch in Polen ein riesengroßes Kanban-Board aufgehängt und jeder war aufgefordert, Vorschläge zu machen, was man schon tun kann. Also gerade da ging es insbesondere um Organisationshygiene, das kann man ja immer betreiben, auch in Alpha. Da gab es auch ganz viele Vorschläge, die wir einfach erstmal gesammelt haben, ohne die zu bewerten. Natürlich waren das zum Teil Peanuts, aber Hauptsache es kommen Vorschläge und es passiert was. Bitte? Man kann auch sagen, ihr habt so zwei Wellen gehabt. Also ich finde, zum einen war das ganz schön, das vorzuziehen, weil man sagt, das ist praktisch, das ist zwar noch im Alten, aber es macht auf alle Fälle Sinn. Dann kommen natürlich erstmal so die Sachen, die jeder so kennt, was weiß ich von der Frage, wie kann man in der Küche billiger einkaufen oder so, also so wirklich so Kleinkram, bis man dann dahin kommt, wir können Meetings weglassen, also wir sparen einfach echt Zeit, wer geht wohin und was bringt mir das eigentlich und kann ich nicht mit meiner Zeit was anderes machen? Aber ich glaube, man darf auch sagen, was oft unterschätzt wird, man guckt sich auch Verträge an. Also, dass man sagt, also die Vertragsbeziehung mit allem, was man hat, auch mit einem neuen Denken zu checken und zu sagen, brauche ich das eigentlich so oder kann man das intelligenter lösen? Weil damit praktisch kann man eine ganze Menge dann durch eine aktive Gestaltung auch ganz anders machen. Und das kam aber eigentlich erst später. Also wenn man so ein bisschen sagt, diese low-hanging fruits sind so gepflückt und dann aber nicht aufzuhören und zu sagen, jetzt haben wir das Prinzip verstanden und jetzt gehen wir nochmal richtig ran. Und dann wurde es eigentlich erst richtig interessant. Das war aber nicht in der ersten Runde, um es mal so zu sagen. Und dann habt ihr das Open Space gemacht, wenn ich richtig orientiert bin, irgendwann im Spätsommer 2020. Genau. Also das eine ist ja, was immer wieder passiert und das, ich gebe zu, dass ich bei jedem Open Space mehr so einer Transformation selber wieder ganz berührt bin, auch was da passiert. Also nicht nur, dass Menschen eine Einladung annehmen und in der Regel immer gerne kommen und sich auch einbringen und das sofort, also relativ schnell auch verstanden haben, um was es geht, sondern dass auf einmal eine Vielzahl an Gedanken und Blickwinkel eingebracht werden, über die man wirklich nur erstaunt ist, wie viel an kritischem Denken, an Ideen, aber auch an dem Verstehen der Organisation da ist. Also ich mache das mal ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen besonders scharf. Also es ist heute immer noch üblich, dass viele Beratungsunternehmen sehr gerne Analysen verkaufen, bevor sie irgendwo anfangen, Change zu machen. Ich würde sagen, wer so ein Open Space macht, kann sich das gepflegt schenken. Weil es ist alles da und es wird alles auch sichtbar und die Organisation weiß auch alles. Also die Mitarbeitenden wissen ja, wie ihre Organisation funktioniert. Die kennen auch ihr Geschäft, die kennen ihre Probleme und das kriegt man wirklich gehoben an so einem Tag, so dass es auch alle irgendwie mitkriegen und kann dann direkt in einen nächsten Schritt gehen, wo man in eine Bearbeitbarkeit bekommt. Und das ist der Tag danach. Also das, was vielleicht auch in dem Konzept ein bisschen anders ist als das, was man sonst kennt, wenn man Open Space so als Konferenzmethode benutzt, ist, dass das ja wirklich sehr schnell geht. Also einen Tag Open Space auf die Einladung, am nächsten Tag, nennen wir dann Vorbereitungstag, wird das gemeinschaftlich ausgewertet, um dann am dritten Tag direkt anzufangen mit der Arbeit. Also das geht dann auch sofort los. Und durch diese Unmittelbarkeit, die
die dazu führt, dass man sofort in Veränderungen auch praktisch einsteigen kann, wird das einerseits glaubwürdig, es wird lebendig, es wird relevant und dadurch geht natürlich Energie hoch und die Beteiligungsbereitschaft. Das ist eigentlich, kann man sagen, ist es ganz einfach und es hat einfach nur damit zu tun, dass man einen Rahmen gibt, wo diese Relevanz fürs Praktische, was man tut, auch sofort passiert und nicht irgendwann nach Interviews, Analyse, Auswertung, Präsentation und dann überlegen und dann ist der Energiepegel schon wieder weg. Meistens steht dann auch noch das drin, wo dann Belegschaft sagt, ja, das ist ja schön, aber das wussten wir eigentlich schon vorher. So, und das umgeht man, damit ist man auch viel schneller. Aber es ist dann natürlich auch so, dass Zusammenarbeit viel mehr, viel intensiver ist. Und so ein Tag ist intensiv, der war auch in Danzig intensiv. Vielleicht an der Stelle nochmal, was bei euch, Thorsten, besonders ist, was ich aber glaube, was es in viel mehr Unternehmen gibt, dass es ja wirklich Sprachbarrieren gibt. Also, dass es eben so ist, dass durch die verschiedenen Länder es eben nicht ist, dass klobisch für alle okay ist, sondern da gibt es einige, die sprechen Deutsch und andere Polnisch und dritte Englisch, aber nicht unbedingt die gemeinschaftliche Sprache. Und dass das an so einem Tag einfach kein Problem ist. Also, dass man sich gegenseitig so hilft und in diesem aufeinander Rücksicht geben und aufeinander zugehen, vielleicht sogar noch besser zuhört, so dass das da war nichts drin, was irgendwie behindert, sondern eher so dieses sehr aufmerksam miteinander umgehen, sehr gut zuhören, sehr sich helfen, auch mal zu übersetzen. Und ich fand das dadurch nochmal so eine Intensität, wo man so sagen kann, ja, das ist, glaube ich, wertvoller, als wenn man so tut, als wenn man eine gemeinsame Sprache hat. War das schön zu erleben, fand ich toll. Beim Open Space gibt es ja dieses Motto, prepare to be surprised. Mhm. Wenn ich jetzt fragen würde, was war der Punkt, wo ihr überrascht wart, war das schon der Sprachpunkt oder gibt es da noch irgendetwas anderes, wenn ihr an das Open Space 1 zurückdenkt, wo ihr sagt, damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich habe mich gewundert, wie sehr Dezentralisierung und Zellstruktur schon verstanden und gewünscht und im Prinzip keine Diskussion mehr gab. Also es gab ganz viele Gruppen, die dazu sich gemeldet haben und durch diese Vorbereitung, also mit Literatur, aber auch Ausbildung und dass ganz viel geredet worden konnte, es gab diesen Zweifel nicht mehr. Also es war irgendwie klar, nur noch so, wie geht das und wie fangen wir morgen an und kann mir jemand erklären, was der erste Schritt ist und so. Also, aber es gab nicht diesen Zweifel, ja, wollen wir das wirklich und könnte man noch mal anders oder so. Also das war irgendwie überhaupt kein Thema. Null. Da hatte die Verschiebung was Gutes. Ja, total. Also wo man auch merkt, dass in so einer Zwischenzeit, und es war ja Corona und wir haben da auch Thorsten und ich beide die Luft angehalten, weil das ist eine Situation gewesen, die hatte keiner von uns, wo man nicht genau weiß, alle im Homeoffice, wo man nicht diese unmittelbare Kommunikation hatte und dass trotzdem in dieser Zeit vorher ganz viel passiert, was man natürlich nicht greifen kann zunächst. Und das wird an so einem Tag sichtbar und das fand ich schon toll, wo man gemerkt hat, als Menschen halt interessieren sich und irgendwie redet man dann doch miteinander und man findet auch Wege, das zu tun. Und das konnte man dann an diesem Tag einfach auch sehen. Das habe ich mal in Gesprächen mit dir gehört, Thorsten, oder habe ich es neulich auf LinkedIn gesehen, dass du darüber berichtet hast, dass es da ja so einige Mythenbildung gab im Voraus, dass mit den verschiedenen Kulturen das nicht hinhaut und vor allen Dingen mit der osteuropäischen. Wie hast denn du das wahrgenommen, was da gelaufen ist? Wie sah es denn in der Realität aus? Ja, die Realität sah natürlich anders aus. Und diese Mythen, die stammen zum Glück im Ursprung nicht von mir, aber ich habe den Leuten, die ich damals für die Experten für den osteuropäischen Markt hielt, einfach geglaubt, dass als sie mir sagten, man sei da noch nicht so weit und in Polen seien Hierarchien noch sehr wichtig und der Chef sowieso und so weiter. In Teilen mag das vielleicht so ein Müh an Wahrheit beinhalten. In der Praxis ist es alles Blödsinn gewesen. Weil insbesondere die polnische Tochtergesellschaft hat sich in den letzten 2 Jahren so fantastisch entwickelt. Ich den besagten LinkedIn-Post, den du vielleicht meinst, den
Der ist jetzt, glaube ich, von vorletzter Woche gewesen. Die haben nämlich im August ein Ergebnis erzielt, das lag noch deutlich über dem Dezember 2020. Das war bislang der beste Monat der polnischen Firmengeschichte. Also das Ergebnis noch übertroffen, also die Umsätze meine ich, Entschuldigung. Aber damals hatten wir 46 Mitarbeiter und jetzt nur noch 27. Und zwar nicht, weil es Massenentlassungen gab, sondern natürlich gab es da auch Abgänge, aber insbesondere im Management, das einfach auch nicht mehr gebraucht wird heute. Also das haben wir nicht ersetzt. Und die sind da in Polen wirklich super erfolgreich. Das Geschäft entwickelt sich fantastisch. Mhm. Also dass das nicht funktioniert. Und man muss sagen, dadurch, dass ich ja auch nicht reisen konnte nach Polen, haben die das wirklich alles allein gestemmt. Und die kamen aus einer Situation, wo es, für mich war es jetzt Hardcore-Alpha. Ich denke, es geht vielleicht noch schlimmer, aber das war schon wirklich sehr autoritär geführt. Und es herrschte da wirklich keine gute Stimmung, also eher Angst als Freude, wenn man zur Arbeit kam. Und das hat sich in kürzester Zeit komplett, also wurde natürlich dann nochmal so ein bisschen verstärkt durch die Unsicherheit, die da war, weil man in einer neuen Struktur gearbeitet hat und ich konnte nicht nach Polen reisen. Also ich durfte ja gar nicht. Die haben es aber letzten Endes aus eigener Kraft geschafft, sich da rauszuholen und entwickeln sich weiterhin super. Ja, das ist das mal eine Aussage. Ja. Das ist so ein schönes Beispiel. Also das ist ja auch teilweise zunächst, muss man auch sagen, hier und da von polnischen Kolleginnen und Kollegen auch selber gekommen. Geht das denn hier so? Und das hat man halt ganz oft. Und das ist, ich finde, es ist einfach so eine schöne kleine Anekdote, weil wir das ja ganz oft sehen. Also kann man auch sagen, Gratulation für alle, die mit irgendwelchen Reifemodellen arbeiten, dass wir das zuordnen. Also ob das Nationalitäten sind oder Generation ist oder dann in manchen Ländern gerne übrigens auch Geschlecht oder was Ähnliches, wer da alles was nicht kann und so weiter. Und es ist halt durch die Bank Blödsinn. Also es sind einfach auch Vorurteile über Menschen, die sich nicht in keiner Weise in irgendeiner Form bestätigen, wenn man den Raum gibt, ordentlich arbeiten zu können, weil wir halt alle Menschen sind und alle soziale Wesen und alle was beitragen wollen. Und wenn der Rahmen stimmt, dann funktioniert. Und an dem Beispiel vom Thorsten, finde ich, ist das so ganz schön an diesem kleinen, weil es ja so ein bisschen, er sagte, er konnte ja nicht nach Polen reisen. Also die sind in einer ganz schlechten Situation gestartet mit einer sehr hohen Kostenstruktur, relativ alleingelassen in der Zeit, mit einer schwierigen Stimmung. Also man muss auch sagen, dass Corona in Polen das Geschäft viel mehr noch negativ beeinflusst hat als in Deutschland. Das konnte man an den statistischen Zahlen sehen. Das heißt, die waren noch viel mehr gekniffen. Und es war natürlich genauso wenig ein Problem wie woanders auch, ja. Also wo Menschen sich selbst ermächtigen, wenn sie den Raum kriegen und die Ärmel hochkrempeln und daran wachsen und ihre Freude haben und dann andere Kollegen reinholen. Und ich glaube, in Polen kann man das sagen, für Hamburg auch. Also Porat hat ja so ein Problem wie die ganze Branche, dass sie nämlich nicht genug Mitarbeiter finden am Markt. Also das ist ein wirklicher Engpass, gute Mitarbeitende überhaupt zu gewinnen. Und da war dann auch immer die Angst, ja, kriegen wir überhaupt Leute und so. Und jetzt eben ist wirklich, also ich denke, man kann schon sagen, das ist wirklich Arbeitgebermarke. Wenn man sagt, da kann man anders arbeiten, da geht man hin. Und es sind ja auch diverse Mitarbeiter, die zwischendurch mal woanders hingegangen sind, auch wieder zurückgekommen. Und die werden auch herzlich begrüßt, finde ich auch schön. Also so. Das waren dann doch einige Überraschungen in der Richtung. Mhm. Jo, und dann ging es los. Du sagtest, erster Tag OS1, Open Space 1, zweiter Tag durchforsten, sichten, vorbereiten, dritter Tag, go for it. Wie ist denn das dann passiert? Der Open Space, wenn ich das richtig mitbekommen habe, den habt ihr in Präsenz gemacht. Wie war denn die Arbeitssituation dann allgemein in den 90 Tagen, die dann folgen in dieser Transformationszeit? War da die Möglichkeit, dass man sich on location, zumindest an den Standorten, zusammenfinden konnte? Oder war das dann auch teilweise nicht gegeben, ist viel virtuell gelaufen? Wie seid ihr dann rangegangen ab Tag 3?
Ja, da muss ich sagen, da gibt es natürlich Unterschiede in den Ländern, die sind aber natürlich politisch auch gewesen. Also, also scherzhaft sage ich immer, in Polen gab es kein Corona nach kurzer Zeit. Das war ja wirklich politisch verordnet, ne? Ich glaube, im Mai 2021 wurde erklärt, das ist jetzt vorbei, was natürlich Quatsch ist. Aber in Polen hat man da schon eine andere Meinung zu Corona als hier in Deutschland. In Deutschland waren wir wirklich sehr, sehr vorsichtig. In Polen hätte ich wirklich alle bevormunden müssen und sagen müssen, ihr müsst jetzt zu Hause bleiben, weil die wollten auch ins Büro kommen und sich sehen. Hatten lange Zeit auch Glück, aber irgendwann haben sie sich natürlich alle gegenseitig angesteckt. Aber nicht während der 90 Tage, da haben wir wirklich Glück gehabt. Und in Hamburg insbesondere, die anderen Büros in Deutschland sind ja relativ klein. Die haben sich sowieso gesehen. Und in Hamburg haben wir halt es immer abhängig davon gemacht, wie die Zahlen sich entwickeln. Natürlich waren wir zu der Zeit auch mit Maske im Büro. Wir haben da, ja, wirklich, aber diese 90 Tage waren insofern sehr hart, weil wir Anfang des Jahres, im ersten Lockdown, waren wir tatsächlich in Kurzarbeit, weil viele Firmen ja, also insbesondere chinesische Produzenten, hatten ja ihre Tätigkeit komplett eingestellt und es kam erstmal für ein paar Wochen deutlich weniger Volumen überhaupt nach Europa. Das hat uns natürlich auch ziemlich beeinflusst. Und wir waren aber im August schon wieder auf dem Niveau vor Corona. Also es gab wirklich eine Delle und dann ging es wieder steil aufwärts. Und danach, denke ich, wissen alle, was passiert ist. Wir waren alle im Konsumrausch, insbesondere letztes Jahr, und haben renoviert und neue Möbel gekauft und so weiter. Da hängen wir ja direkt mit dran am Konsum. Das war also wirklich schwierig, diese 90 Tage Arbeit am System noch zusätzlich zu leisten, aber das haben wir hinbekommen, auch überwiegend in Präsenz. Wir hatten mit der Zellstruktur ja auch vier Workshops, wo Nils uns begleitet hat, wo ich sagen muss, wir haben uns wirklich sehr schwer getan. Also in den ersten zwei Workshops hatten wir alle ein Brett vorm Kopf. Nils ist fast verzweifelt und fiel vom Glauben ab und meinte, das kann doch nicht sein. Aber wir haben uns wirklich sehr schwer getan, weil einfach in unserer Branche ist es einfach, also jeder Zolldienstleister ist einfach so organisiert gewesen, ne? Also jeder größere. Es gab eine Importabteilung, Exportabteilung und so weiter. Man konnte sich das erstmal gar nicht vorstellen und alle haben gedacht, ja, wenn nicht fachlich getrennt, wie denn dann? Ne? Und es ging dann immer darum, sich Gedanken zu machen, weil wir auch verschiedene Kundengruppen haben. Wir haben ja also einmal die Importeure, Exporteure direkt, aber wir haben auch viele Logistikkunden. Wir nennen die dann die indirekten Kunden, weil die Importeure, Exporteure dahinter stehen und gar nicht mit uns direkt arbeiten. Und bei denen, also bei den Importeuren, Exporteuren ist es ganz klar, was für ein Business die haben. Das sind Möbelimporteure oder Lebensmittelexporteure oder Importeure, was auch immer. Bei den Logistikern ist es ein bisschen schwieriger, weil man muss ja letztendlich auch die Kunden dahinter gucken. Und wir kamen dann tatsächlich über einen Vorschlag einer Kollegin aus Gdynia auf die Idee, die hatte nämlich vorgeschlagen, so ich möchte gerne eine Zelle haben, die sich nur um Abfertigung von ganzen Schiffen, so von Massengut, ne, mit Kohle und so weiter, kümmert. Und dann hatte ich sie gefragt, ja, warum das? Und dann erklärte sie mir das. Das ist wohl in Polen ziemlich kompliziert. Das kann auch nicht jeder. Und dann muss da in irgend so ein spezielles IT-System rein und mit dem Captain kommunizieren und teilweise auch nachts und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja, okay, das ist doch eine coole Idee. Ich kann jetzt aber überhaupt nicht einschätzen, wie der Bedarf da ist. Aber darauf basierend hatte ich dann in der nächsten Runde einfach mal gefragt, naja gut, das ist ein Beispiel und überleg doch mal, ab wann macht es denn für einen Zolldienstleister Sinn, sich zu spezialisieren und vor allen Dingen worauf?
wenn wir uns nicht fachlich aufteilen. Und so kamen wir, also in unserem Bereich, gerade im Import, sind Lebensmittel ziemlich kompliziert. Also man hat es immer mit zusätzlichen Behörden, zum Beispiel mit dem Veterinäramt zu tun, Kontrollen, die organisiert werden müssen. Man muss zusätzliche Angaben machen, die sich auch die sehr sensibel auswirken können, wenn man da was falsch macht. Und das ist für uns so ein Beispiel gewesen, wo man sagt, da kann zwar jeder andere, der Zoll kann sich auch irgendwie durchwursteln, aber der braucht sehr viel länger und das ist sehr viel fehleranfälliger. Und wenn wir ein Team hätten, was sich da auf Lebensmittel spezialisiert, das war dann so unsere Zelle 1. Ne? Und so sind dann auch die anderen im Workshop langsam entstanden, aber die ersten zwei Workshops haben wir wirklich auf dem Schlauch gestanden alle. Na, ich glaube, was das Entscheidende ist, und das gilt ja für alles, ist ja so ein Beispiel jetzt, was der Thorsten hat, was man, glaube ich, gut nachvollziehen kann. Die ganze Branche ist letztlich organisiert sich intern nach Export und Import. So, und dann rennt man natürlich da rein und denkt, ja, das machen wir jetzt auch. Und wie geht das denn jetzt? Und in dem Moment ist das, glaube ich, das Brett vorm Kopf, ja. Und dann bleibst du halt immer im alten Muster. So, und im Prinzip ging es ja darum, mit einem ganz anderen Denkansatz dran zu gehen und zu sagen, ja, woher kommen denn die unterschiedlichen Könnerschaften? Weil die einen wissen halt, wie es mit Lebensmitteln ist und die anderen wissen, wie es mit Möbeln ist und die dritten wissen, wie es mit Elektronik ist, weil es wieder ganz anders ist. So, und in dem Moment kriege ich auf einmal eine Expertise raus, die ich übrigens auch einem Kunden anbieten kann, der sich viel sicherer fühlt. Das ist nochmal ein anderes Angebot. Aber man muss halt an der Ecke selber denken und sich von dem, was üblich ist in der Branche, auch erstmal einen Schritt distanzieren. Und ich glaube, das ist das Thema, was dann manchmal einfach schwerfällt. Ja. So, ja, und also ich kann mich da noch erinnern, also ich kriege ja dann so die Seiteninfos immer mit, so nach dem Motto, dann machen wir drei Runden und dann kommt zum Schluss immer wieder derselbe alte Vorschlag raus. Das ist dann der Teil, wo man sagt so, Hilfe, wie kriegen wir das? Und wie das Thorsten schön beschrieben hat, dann kommt einer mit einer Idee, das ist ganz typisch, wo es eben an einem Beispiel konkret aus der eigenen Arbeit heraus sagt, na, bei mir würde ich das so und so denken und dann geht die Tür auf und dann denken die anderen mit und dann wird es hinterher, sieht es dann eigentlich einfach aus. Und ich finde, das ist so ein Beispiel, wo man eins ganz schön dran sieht, diese Art der Qualität, wie man das schneidet, kann man von außen nicht einem Kunden abnehmen. Das kann kein Berater machen. Absolut, genau. Ja, also es geht nicht, weil keiner ist so tief in diesem Thema drin und das kann übrigens auch kein Geschäftsführer. Bei aller Respekt gegenüber dir, Thorsten, ja. Also, weil einfach diese tiefen Expertisen gebraucht werden, um überhaupt so zu denken. Die werden aber in der Regel gar nicht rangezogen und zwar schon gar nicht in eine Arbeit, die dann auch anstrengend wird. Und dann wird es halt erst richtig gut. Und das ist eben der Weg weg, wo man sagt, Organisationsentwicklung hat ganz viel mit einer echten Fachlichkeit zu tun. Und ist halt mehr als irgendwelche Kästchen oder Neudeutsch Kreise zu malen. Und das den Weg kann man nicht abkürzen. Ja, wir haben ja anfangs auch die Pyramide in Rund aufgemalt. Ne? Das machen alle, gell? Also das ist genau. Ein Klassiker. Und, Nils fragt hier irgendwie im Chat, welches ist die richtige Spezialisierung für Zellen? Also für unsere Aufgabe war ja, dass jede Zelle im Vergleich zu Marktbegleitern ja schon ein Wettbewerbsvorteil, wenn nicht sogar Alleinstellungsmerkmal haben muss, aus meiner Sicht, oder also sollte, finde ich zu schwach, muss, sonst macht die Zellstruktur ja wenig Sinn oder die Spezialisierung. Und in unserer Lebensmittelzelle finde ich, das ist ein gutes Beispiel. Was gibt es denn Cooleres, als auf einen Lebensmittelimporteur zuzugehen und zu sagen, wir haben hier übrigens ein ganzes Team, was sich auf deine Produkte spezialisiert hat und egal, was du fachlich brauchst, das spielt keine Rolle. Die machen alles für dich, auch egal in welchem Land oder Flughafen, Seehafen, spielt keine Rolle, weil die machen alles. Ne? Und normal wäre in unserer Branche, also hier hast du schon mal 5 Büros, ne, in jedem Hafen eins, da hast du unterschiedliche Ansprechpartner und unterschiedliche Preise vielleicht auch noch und unterschiedliche Sprachen. Das gibt es bei uns alles nicht mehr. Okay, das heißt, die Zellstruktur, die wurde tatsächlich geformt, Sprach- und Nationen übergreifend. Ja. Korrekt. Gibt es denn dann auch Zellen, wo tatsächlich
es nicht unbedingt möglich ist, dass jede mit jedem kommuniziert wegen Sprachbarrieren und das so dann, sondern da läuft es dann schon so, dass man die Zellen so zusammengesetzt hat, dass zumindest die Leute Englisch können oder alle Deutsch oder alle Polnisch, sodass es eine gemeinsame Sprache gibt. Genau, also wir müssen uns natürlich auch an Compliance-Vorgaben halten. In Polen ist der Bereich der Zolldienstleistungen reglementiert. Also da darf nicht jeder Zollanmeldung abgeben und die brauchen eine spezielle, also müssen sich akkreditieren. Das heißt, die Mitarbeiter in Deutschland, die Polnisch sprechen, die dürfen das zum Beispiel gar nicht. In Deutschland ist es anders. Da dürfte theoretisch auch mein Bäcker hier vorne Zolldienstleistungen anbieten. Das interessiert niemanden. Und auch solche Dinge mussten wir natürlich Rücksicht nehmen. Insofern gibt es in Gdynia schon zwei Zellen, die sich um das nationale Geschäft im Schwerpunkt kümmern. Das ist interessant. Wenn wir jetzt in die Veränderungsarbeit reingehen, in diese Transformationsarbeit, wir haben es eben schon gehört, es gab mal einen Workshop zum Thema Zellstrukturdesign. Wie bauen wir unsere Zellstruktur auf? Wie ist denn das? Sind denn sehr viele Berater, Coaches irgendwie involviert? Wie läuft das? Silke, kannst du vielleicht so ein bisschen was dazu sagen? Wie viele Leute waren da mit dabei extern? Was hast du an Entourage, glaube ich, nennt man das, mitgebracht? Keine. Nein, also das erstmal der ganze Ansatz ist ja so wirklich bewusst so gestaltet, dass er eben wegkommt von diesen beratergetriebenen Change-Prozessen. Ja, also wir haben ja, finde ich, so in den letzten 20 Jahren erlebt, dass immer mehr Veränderungsvorhaben in Unternehmen sehr beratergetrieben stattgefunden haben. Und das hat halt leider dann meistens zur Folge, dass wenn die rausgehen, dann irgendwas wieder zusammenklappt. Also nicht, weil die schlecht sind oder unengagiert oder so, sondern weil es ganz einfach natürlich so ein Eingriff ins System ist. Und Open Space Beta funktioniert ja so leise, dass es genau das vermeiden soll. Das hat auch damit zu tun, als wir das entwickelt haben, natürlich auch aus eigener leidvoller Erfahrung. Man hat von außen viel Herzblut reingepackt und wünscht sich was und geht dann raus und ein Jahr später ist dann irgendwie nicht so arg viel übrig. Wo man erstmal anfängt, an sich selbst zu zweifeln, an der Welt, abgrunden, an was man so hat. Und zu sagen, naja, wenn das jetzt alles nicht ist, was ist es denn? Und das hat, glaube ich, viel mit dieser Beratergetriebenheit zu tun, die natürlich auch im Markt ist, da wird auch viel Geld mitverdient. Und zu sagen, das muss anders gehen. Und im Prinzip ist es so, dass man sagt, diese Rolle, die ich jetzt für Thorsten da eingenommen habe, das ist sicherlich die stärkste, aber auch leise. Und ansonsten eben die Frage, was brauche ich punktuell an Spezialisten? Und das kann man zum Beispiel im Vorhinein von einem Prozess auch nicht sagen. Also weiß man halt nicht so. Und es sind aber Kurzzeiteinsätze. Und in diese Rolle, die wir jetzt irgendwie Coaches nennen, was nicht so ganz glücklich ist vielleicht, aber es sind letztlich Kurzzeiteinsätze von Fachexpertisen. Wir haben dann die Moderation gehabt von den Open Space. Wir haben dann jemand mit Nils, der hat halt Zellstrukturdesign gemacht. Ich kenne es bei anderen Kunden, da ist mal ein Qualitäter mal gefragt worden. Also wo so ganz Unterschied, man kann auch mal sein, dass man einen Juristen braucht oder einen Steuerberater oder solche ganz praktischen Dinge. Aber das sind Kurzzeiteinsätze, wo man eben auch relativ schnell dann auch jemand kriegen kann, der das macht. Einfach deswegen, weil es gar nicht so viel Zeit ist, die benötigt wird. Ja, also da wird auch beratungstechnisch nichts ausgerollt oder so, sondern es geht eher darum, an bestimmten Ecken auch zu sagen, so jetzt brauchen wir jemanden, der das und das auch wirklich kann und der muss relativ schnell auch gewonnen werden, der geht dann rein und geht dann aber auch wieder raus. Wunderbar, wie ist denn das dann gelaufen? Wir sind an Tag 3 und jetzt ist ja nicht gleich am Tag 3 der Zellstruktur-Workshop beispielsweise gelaufen. Wie hat denn sich das entwickelt? Was ist da passiert im Unternehmen, Thorsten? Kannst du da was sagen? Wie war das Erleben? Was ist passiert? Werd mal ein bisschen konkreter, damit wir uns was vorstellen können. Ja, also zuerst ist die ersten Tage gar nicht so viel passiert, weil die alle versucht haben, sich zu verstecken hinter der Arbeit, die natürlich auch noch da war und zwar in erheblichem Umfang. Das kann man nicht von der Hand weisen.
Aber das Open Space 1 hat ja auch an einem Samstag stattgefunden, also Samstag und Sonntag, wobei beim zweiten Tag waren jetzt auch nicht alle dabei. Da sind schon einige zurückgeflogen. Nach meiner Erinnerung haben wir da jetzt nicht Druck gemacht, aber schon immer daran erinnert, hier, das sind die Themen, das ist die Dokumentation, schaut euch das an. Wir haben die ganze Dokumentation in den Büros auch an die Wände gehängt, damit jeder, auch der nicht dabei sein konnte, sich das ansehen konnte, was dabei rauskam. Der Fokus lag dabei eindeutig auf der Zellstruktur. Da hatte irgendwie auch jeder Bock drauf. Also jeder, Seka hat das schon ganz gut erklärt. Vielleicht hing es auch dann zusammen, dass ich viel drüber geredet habe und jeder wusste, Thorsten findet das cool, da müssen wir uns damit beschäftigen. Und das war auf jeden Fall das Hauptthema. Ne? Ja, also bei diesem sogenannten Vorbereitungstag werden ja die Hauptthemen, mit denen man startet, festgelegt. Und es war ganz klar Zellstrukturdesign, es gab Organisationsentwicklung nochmal. Ich glaube, das Thema Transparenz. Mhm. Also so die ersten Schwerpunktthemen, wo unterschiedliche Gruppen anfangen, sich damit zu beschäftigen und dann daran auch dann zu arbeiten. Und wichtig ist, dass es halt immer transparent ist. Also dass man diese Transparenz, wer arbeitet an was, gerade immer aufrecht erhält. Der Thorsten als derjenige, der das Ganze autorisiert hat. Ich so in der Rolle, wir nennen das ja bei Open Space Beta Zeremonienmeisterei, also so ein Stück weit eine Person, die auch weiß, wie der Prozess läuft und dafür auch sorgt, dass das eingehalten wird, dass man von der Methodik sauber ist, der aber auch fachlich unterstützt, aber jetzt nicht die Arbeit vor Ort macht. Also das machen wirklich die Gruppen dann halt selbst und dann konnten die auch loslegen. Und klar hast du dann eine bestimmte Reihenfolge. Also du kannst jetzt nicht eine Zellstrukturrechnung einführen, wenn du die Zellen nicht vorher hast. Oder also so, da hat man dann so logische Zusammenhänge, die man halt mitdenken muss. Aber es geht dann schon arbeitsteilig los. Also das Prinzip der Arbeitsteilung ist eben so eine ganz, ganz wesentliche Grundlage für den ganzen Prozess. Also dass man sich auch die Arbeit teilt in der Belegschaft, die da zu leisten ist. Und dann geht das halt auch in so einer kurzen Zeit. So. Und das ist ungewohnt, weil das kennen wir sonst so nicht. Aber gibt auch dann so, wie Thorsten so schön sagt, das ist auch so typisch, erstmal danach passiert mal so gar nichts. Gell? Also so erstmal so hoch sacken lassen, gucken. Und jetzt. Oh, das wird jetzt ernst. Also da gibt es auch so Wellenbewegungen in den 90 Tagen mit erstmal innehalten, dann konstituieren die sich, dann gibt es Inputs, dann wird kreiert. In dem Moment, wo die Zellen klar sind, geht die Dynamik halt hoch, weil dann klar ist, jeder ist betroffen, jeder sitzt dann auf einmal in einer anderen Gruppierung von Kollegen zusammen, die müssen sich finden. So, und dann geht es natürlich zum Ende hin, wird es einfach natürlich auch wieder ein Stück hektisch, gell? Also nach dem Motto, huch, die Zeit ist fast rum, also das geht dann doch irgendwie schnell. Also diese Welle, das ist ganz, ganz normal, dass man zwischen Engagement, was hochgeht, dann ist es ein bisschen ruhiger, wo man dann von außen so ein bisschen auch aushalten muss, nach dem Motto, haben die verstanden, dass die Zeit läuft oder nicht? Ja. Ja. Und dann kriegt man dann aber zum Schluss hin, wie gesagt, dann geht die Dynamik richtig hoch, wir müssen fertig werden. Wie viel hast du denn da reingebracht an Mitarbeit von deiner Seite, Silke? Frag mal Thorsten. Thorsten, was hat dich, hat sie dich unterstützt? Hat sie dir geholfen? Also ohne Silke wären wir heute definitiv nicht da, wo wir sind. Also Silke sagte, sie hat eine ruhige Rolle, meintest du? Oder wie hast du es formuliert? Genau, ja. Also das ist natürlich anstrengend und gemein, dass Silke nicht meine Arbeit gemacht hat. Aber sie hat es, denke ich, auch gut argumentiert, nämlich ihre Aufgabe ist ja, dass ich dann auch ohne sie irgendwann zurechtkomme. Wir machen zwar immer noch ab und zu was zusammen, wir haben noch so Kleinigkeiten, die noch fertiggestellt werden müssen. Aber ich sage mal, den Großteil haben wir geschafft. Insbesondere die Wertschöpfungsrechnung war bei uns ein Riesenthema, wo wir ganz viel Zeit reingesteckt haben, was aber wirklich super läuft. Und also die Wertschöpfungsrechnung ist ja essentiell für das Funktionieren der Zellstruktur. Das sind natürlich alles Dinge, die waren mir damals nicht so ganz klar. Da kann ich noch so viele Bücher lesen. Ich verstehe ja erst wirklich im Zusammenhang, warum das eigentlich alles gebraucht wird, und zwar alles.
Ne? Also nicht nur hier so ein bisschen Beta, ich suche mir Best of Beta raus und das geht einfach nicht. Also man muss es schon komplett machen. Ja, und Silke war für mich insbesondere in den turbulenten Zeiten am Anfang für mich immer so das, sag mal, das Netz mit doppeltem Boden, ne? Wobei sie mich immer wieder in den Ring geschmissen hat und musste mich teilweise auch wirklich auffordern, du musst das jetzt machen, ne? Und zwar du und nicht irgendjemand anders. Das war natürlich unangenehm und anstrengend und auch ganz gemein von Silke. Aber es hat mir natürlich weitergeholfen. Und im Nachhinein habe ich auch verstanden, warum es so sein musste. Und ich denke, es wäre einfach ohne Silke anders gelaufen oder hätte zumindest viel länger gedauert, auch diese Einsichten zu bekommen. Normalerweise sagt man ja 90 Tage. Jetzt hattet ihr den Spezialfall, es ist Corona dazugekommen. Es ist recht schnell auch noch in der Zeit noch die Thematik mit dem Brexit dazugekommen. Hat euch das wesentlich Verzögerung gebracht oder was habt ihr die 90 Tage geschafft? Wie war denn das dann? Konntet ihr das einigermaßen intakt, sage ich mal, durchführen? Könnt ihr da mal von den Erlebnissen sprechen mit diesem Double Threat, einmal nicht mehr in Präsenz durchgehend arbeiten können und dann die Brexit-Thematik mit diesem Wahnsinns-Arbeitsaufwand, der bei euch plötzlich auf dem Tisch lag? Also wir haben, glaube ich, den OS2 dann wirklich im Januar geschoben. Das haben wir auch lange diskutiert. Also wir wären ja eigentlich vor Weihnachten fertig gewesen und einfach nur der Situation geschuldet, dass die ganze Arbeit eben nur partiell in Präsenz stattfinden konnte. Zwar mit den Treffen, aber allem dazwischen und alle waren ansonsten im Homeoffice und es war ungeübt. Das muss man halt auch sehen. Das ist jetzt auch zwei Jahre später auch nochmal ein Stückchen anders in so einem Ausnahmevorhaben halt auch. Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt vor Weihnachten, wir nehmen uns noch ein bisschen Zeit und haben es im Januar geschoben. Das war aber eigentlich auch alles. Mhm. Das ging ganz gut. Und das sind natürlich alle so Dinge, wo man dann natürlich auch viel miteinander redet. Also was das jetzt für ein Signal, wenn wir da verlängern, ist das klug, ist es nicht klug? Welche Entscheidungen trifft man, wie man damit jetzt auch umgeht? Also wie gesagt, nochmal, wir müssen nochmal sehen in der Situation, dass auch in dieser Phase Thorsten ja in dieser Form gar nicht so gut nach Polen reisen konnte. Also selbst standortübergreifend in einem anderen Land, die crossfunktional über Legal Entities hinweg integriert auf einmal arbeiten und die können nicht zueinander reisen, um sich zu finden. Das ist eigentlich eine ganz doofe Situation und in dieser Situation, dass dann, also da haben wir auch ganz viel diskutiert und ganz viel überlegt, wie wir das denn jetzt machen und wie man das trotzdem ermöglicht, das sind halt auch nicht optimale Bedingungen, das muss man halt auch sagen, also wünschen tut man das niemand. Ja, und dass man dann eben sagt, okay, jetzt dauert es 3 Wochen länger, das ist dann, finde ich, dann noch ziemlich cool. Dann kam der OS2, der ist, soviel ich weiß, virtuell gelaufen. Ja, und da kann ich nur sagen, wer es vermeiden kann, macht es nicht. Ja, und zwar, es war eine Krücke in Corona und wir kennen ja auch die Diskussionen darüber und es gibt Anbieter, die schöne Tools machen und ich glaube, man kann das auch sehr schön machen, wenn man Austausch und Barcamp und bestimmte Themen hat, so, dann mag das funktionieren. Aber in der Transformation, wo es wirklich um diese Kollegialität geht, man kriegt das nicht mit, das ist schon eigentlich weniger als eine Krücke. Also wir haben das gemacht, wir haben auch lang diskutiert, ob man wartet, wo wir uns sehen können. Wir haben es dann doch virtuell gemacht. Und es war eigentlich, also man darf es auch sagen, glaube ich, dass man sagt, es war schon hingekrampft. Ja, also wir haben es überlebt, es ist okay gewesen irgendwie, aber ich kann das eigentlich nicht empfehlen. Weil es geht so viel an dieser Unmittelbarkeit des kollegialen Erlebens, auch was man gemeinsam geschaffen hat und wo es noch hängt und so. Das geht halt, es ist halt alles nicht erlebbar. Und ich muss sagen, da bin ich auch ganz klar zu sagen, für eine echte Veränderungsarbeit zu behaupten, das wäre ähnlich gut, das stimmt einfach nicht. Also das ist nicht wahr. Und dann, Thorsten, wie war dein Erlebnis, dein Erleben direkt danach? Wie hat sich das angefühlt? Wie ist es weitergegangen? Was hat sich daraus ergeben? Also es hat sich natürlich eine, also in den 90 Tagen, oder wir hatten ja ein bisschen, ich glaube,
zwei oder drei Wochen haben wir noch verlängert dann bis zum Open Space 2. Von damals bis heute hat sich natürlich eine ganze Menge verändert, weil in diesen 90 Tagen plus wird man ja nicht mit allen Dingen fertig, die man für die Zellstruktur braucht. Also ich habe das eben schon angesprochen, insbesondere die Wertschöpfungsrechnung war ein Riesenakt, wo wir sehr lange für gebraucht haben, wo uns auch tatsächlich die Expertise fehlte und haben dann zum Glück eine Person gefunden, also wo ich wirklich dankbar bin, dass sie zu uns gekommen ist, weil erstmal arbeite ich mit der sehr, sehr eng zusammen. Also das hätte ich mir damals vor der Transformation auch nie träumen lassen, dass ich mal, weil ich habe immer gesagt, ich bin kein Zahlenmensch, bin ich auch nicht, aber ich habe dadurch natürlich, also insbesondere durch die Wertschöpfungsrechnung, gelernt, wie wichtig das ist und welche Bedeutung das vor allen Dingen auch für die Zellstruktur hat. Und es ist ja auch ganz logisch, wenn ich als Unternehmer nicht verstehe, wie die Wertschöpfungsrechnung funktioniert und wofür es da ist, mit welchem Mitarbeiter soll ich denn überhaupt, also worüber soll ich denn mit den Teams reden? Also ich musste das als Erster verstanden haben und die Mitarbeiterin, die zu uns gekommen ist, die jetzt den Finance-Bereich leitet bei uns, die ist übrigens genau deshalb zu uns gekommen. Die hatte wirklich einen super Job und ist angesprochen worden über einen Personalvermittler und hatte wirklich von der ersten Minute an, als ich ihr erzählte, was wir vorhaben und was wir brauchen, hat die leuchtende Augen bekommen. Und das war ein Glücksgriff. Den muss man aber erstmal finden. Ja, ich glaube, an dem Beispiel sieht man was anderes ganz schön. Also ich sage, aber das ist jetzt, glaube Thorsten, das darf man sagen. Also an der Stelle habt ihr euch wirklich echt schwer getan, um es mal vorsichtig auszudrücken, mehr als notwendig war. Und man sieht ja auch so sehr schön, also dass es gelungen ist, einfach, ich nenne es mal, eine sehr gute Finanzerin, die aus einem ganz klassischen Bereich kommt, die ihr Handwerk aus dem FF beherrscht, die sich das einmal angeguckt hat, die das sofort verstanden hatte, die in der Lage war, das auch sofort mit wenigen Telefonaten, die wir nur geführt haben, umzusetzen und zu realisieren, wo ich immer so sage, Leute, das sind Grundrechenarten, über die wir reden. Es ist nicht, sondern es geht einfach darum, dass jemand in dem Bereich, den er ist, handwerklich einfach gut ist, Zusammenhänge kennt, Zusammenhänge verstehen kann und er kann das machen und zwar bitte ohne Berater. Also die hat auch Zellstrukturdesign gelesen und die eine Information, die ich von ihr bekam, ja, habe ich verstanden, ist ja jetzt nicht so schwer zu verstehen. Ne? So, und so war es auch so. Und man fragt dann eigentlich sich, warum habt ihr eigentlich vorher wochenlang auf dem Schlauch gestanden, um es mal so zu sagen. Und da merkt man schon, es hat auch ganz viel mit Handwerk zu tun, was aus ganz klassischen Bereichen kommt. Also da ist nichts, wo man sagen muss, das ist jetzt sophisticated, überhaupt nicht. Gutes Handwerk, kann man das mit umsetzen und kann das auch in Eigenregie machen. Nein, aber gerade für die Wirtschaftsrechnung ist es ja auch wichtig zu verstehen, wofür es eigentlich da ist. Ne? Weil es sieht ja auf den ersten Blick so aus wie so eine vereinfachte BWA. Mhm. Ist es aber nicht. Und man hat ja auch ganz andere Begriffe, die man da benutzt. Und ich habe halt gedacht, als ich die Biografie von dem Götz Werner gelesen habe, der erklärt es ja eigentlich ganz gut. Also wenn man das Buch gelesen hat, dann wer dann die Wertschöpfungsrechnung nicht versteht, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Und das ist halt für heute, also heute ist das einfach für unsere Teams nicht nur, dass sie gucken können, wie viel Umsatz haben sie gemacht und welche Kosten werden ihnen aufgedrückt, so wie in Profitcentern, sondern das ist für die ja das Arbeitsmittel, um ihr Business nicht nur zu verstehen, sondern auch weiterzuentwickeln und zu steuern und wirklich wichtige Entscheidungen zu treffen, also Preiserhöhungen oder überhaupt mal zu schauen, lohnt sich der Kunde für uns überhaupt? Ne? Das sind ja Dinge, die vorher in der Abteilungsdenke überhaupt gar nicht präsent waren. Da sprichst du jetzt was an mit Schauen und Gucken und Entscheiden. Ist es tatsächlich so, dass die Teams, die Teams, die speziellen Zellen, die einzelnen Zellen, dann tatsächlich keine Führungskraft mehr haben?
Also ich kann mich noch an einen, also ich kann mich ganz, an ganz viele Sätze sagen, die Silke mir gesagt hat. Übrigens auch noch von meinem alten Berater von früher, aber die sind jetzt nicht mehr so von Bedeutung. Aber Silke sagte mal zu mir, wenn du das Bedürfnis hast, was zu kontrollieren, wo es ja bei Führungskräften oft drum geht, dann geht es meistens um fehlende Transparenz. Und das hat sich bei mir so eingebrannt und deshalb ist ja die Wertschöpfungsrechnung so wichtig, weil wenn ein die Wertschöpfungsrechnung spiegelt ja wieder, also im Grunde genommen vereinfacht gesagt, das Ergebnis, das das Team zusammen erzielt. Und es ist ja transparent für alle und auch vergleichbar, weil man ja auch die Historie hat. Und dadurch ist bei uns so viel entstanden. Das ist natürlich von Team zu Team unterschiedlich. Es gibt natürlich so die Vorzeigeteams, die das wirklich fantastisch einsetzen auch und ganz viel draus gemacht haben. Und es gibt andere Teams, die noch nicht ganz so weit sind, wo aber dann durch diese Transparenz auch Dinge entstehen, dass die Teams sich untereinander helfen. Also dass tatsächlich mal gefragt wird, so woran hängt es denn bei euch? Also warum kommt ihr da nicht weiter? Wir sehen ja, dass das irgendwie ein bisschen stagniert. Und das ist ja wirklich, das ist super. Also das ist ja besser als jede sogenannte Führungskraft. Wir haben nur eine Führungskraft, die bringt immer ihren Bürohund mit. Gott sei Dank kann ich das alles schneiden. Oh mein Gott, es hat sich ja viel getan bei euch im Alltag. Ein Punkt, der vielleicht so ein bisschen exemplarisch rausragt, wo man nochmal konkret sagen kann, wie hat sich das geändert, ist das Recruiting. Wie läuft das inzwischen, dass ihr eben neue Kolleginnen und Kollegen gewinnt? Also wir haben ja eine Zentrumszelle, den Org-Shop, der das Recruiting unterstützt, in dem Sinne, dass wir Bewerber versuchen zu gewinnen für uns durch verschiedene Maßnahmen, also nicht nur die klassischen Stepstone und so weiter, Personalvermittler, sondern auch durch Marketingaktivitäten, Instagram und so weiter. Das ist, da muss man natürlich ein bisschen lange Atem für haben, bis sich da was tut. Aber ich bin natürlich jetzt auch ein bisschen auf LinkedIn aktiv und mache ganz bewusst Werbung für Zellstruktur und Beta, weil ich auch weiß, dass es viele Menschen gibt, auch in unserer Branche, die einfach Lust drauf haben oder beziehungsweise keine Lust mehr haben auf Alpha und einfach, ja, verzweifeln an dieser New Work-Bewegung. Ne? Die wollen dann statt Obstkorb und Kicker und sogenannte Corporate Benefits dann doch lieber eine Zellstruktur, wo es um ganz andere Dinge noch geht, die sie in anderen Unternehmen nicht haben. Und wie läuft das mit dem Entscheidungsprozess dann ab? Genau, wir haben ziemlich schnell schon nach der Transformation gemeinsam entschieden, wir machen Peer Recruiting. Und Peer Recruiting ist ja in dem Buch Komplexitäten ganz gut beschrieben, aber nur durch das Lesen passiert natürlich noch nicht viel, denn es gab natürlich viele Ängste. Also einige hatten Angst, natürlich mit Bewerbern zu sprechen. Man muss halt viel intern drüber sprechen, wie das abläuft und wie so ein Gespräch, also worüber die sprechen sollen. Und das ist eine Übungssache. Wir haben so ein paar Prinzipien oder die meisten natürlich aus dem Buch übernommen. Inzwischen sind wir sogar so weit durch die Wertschöpfungsrechnung, dass die Teams selber merken, wenn wir hier einen neuen Kunden onboarden wollen, dann brauchen wir Verstärkung und zwar nicht irgendwie erst, wenn es zu spät ist, so ist es ja meistens, sondern die planen wirklich im Voraus und sagen, so in 2-3 Monaten kommt dieser Kunde, da brauchen wir dringend Verstärkung, was schaffen wir sonst nicht mehr. Dann setzt sich die Maschinerie in Bewegung und wenn wir einen Bewerber haben, dann wird so eine kleine Vorauswahl momentan noch von mir getroffen, wo ich anhand der Unterlagen schon mal sehen kann, was hat er jetzt gemacht, wo könnte der am besten reinpassen, in welche Zelle. Dann sprechen wir mit den Zellen und derjenige, der am schnellsten ist oder wo auch der größte Bedarf natürlich ist,
Also Passung und Bedarf, das sind so die Hauptkriterien. Aus dem Team oder aus der Zelle soll dann jeder, der will, die Möglichkeit auch haben, mit dem Bewerber zu sprechen. Aber es müssen nicht alle natürlich aus der Zelle, sie dürfen sich auch Unterstützung aus anderen Zellen holen. Und die Elisabeth Sechser, die hat ja mal einen Podcast gemacht im letzten Jahr, glaube ich schon, mit der Nila aus Gdynia zum Thema Peer Recruiting, die einfach super beliebt ist. Also fast jeder Prozess, da wird sie mit eingebunden, weil Nila ist ausgebildete Pädagogin und die kann nicht nur hervorragend zwischen den Zeilen lesen, die achtet auch auf Körpersprache und die kann das vor allen Dingen auch hervorragend artikulieren und beschreiben, was sie da so sieht. Und die sieht einfach Dinge, da haben alle oder die meisten anderen, insbesondere ich, einen blinden Fleck. Und das ist halt das Interessante am Peer Recruiting, weil es da ja nicht um eine Mehrheitsentscheidung gibt oder ich habe jetzt auch keine Sonderrechte, wenn ich dann mal mit dem Bewerber spreche, sondern nach dem letzten Gespräch setzen wir uns zusammen und jeder muss eine Entscheidung nicht nur treffen, ob ja oder nein, und jeder muss begründen, warum möchte er diese Person jetzt einstellen oder warum nicht, und zwar sachlich. Und sowas wie, ich hatte ein schlechtes Gefühl irgendwie bei dem, das ist natürlich kein sachlicher Grund. Bei einem unserer ersten Versuche hatten wir einen Bewerber, der hatte schon Zollerfahrung. Im Ergebnis haben dann alle sich weder zu einem Ja noch zu einem Nein durchgerungen, sondern es war so eine besser als gar nichts Entscheidung. Und eigentlich hat jeder gesagt, naja, also dies und das ist uns aufgefallen, das war komisch, aber wir würden ihm eine Chance geben. Und dann hatte ich zum Glück hinterher Silke angerufen, weil das war unser erstes Mal, und habe gesagt, was ist denn jetzt, was soll ich denn daraus machen? Sondern sagte Silke, das geht nicht, weil das ist ja kein Ja und das ist auch kein Nein. Also da müsst ihr mal weiter sprechen, worum es eigentlich geht. Und das haben wir dann auch getan, haben uns durchgekämpft und haben dann festgestellt, naja, wenn der im Bewerbungsgespräch schon so einen Quatsch erzählt, dann wird er das später auch mit Kunden machen. Und da geht es um Integrität und haben uns dann dafür entschieden, weil im Peer Recruiting geht es ja darum, nicht eine 100%-Quote den richtigen zu finden, zu erfüllen, sondern die Wahrscheinlichkeit erhöht sich ja, dass man den richtigen auswählt, weil solche Dinge einfach hochkommen. Also einmal kann man sich verstellen, aber nicht vier oder fünfmal. Ich finde vielleicht noch einen Satz dazu. Ich glaube, weil das immer so ein bisschen kritisch rüberkommt, es war ganz einfach, das zu lernen. Also es ist ungewohnt, es ist nicht schwierig. Ich brauche nicht die Kollegen in 5 Schulungen zu schicken oder so, sondern es ist eine Übungssache. Das ist die ersten 2-3 Mal ein bisschen ungewohnt. Und dann geht das relativ schnell. Das andere ist, dass es auch als eine sehr ehrenvolle Tätigkeit gesehen wird. Also ich darf mit an der Auswahl von neuen Kollegen mitarbeiten. Also das ist, man ist gehört, man ist wichtig, das wird sehr ernst genommen. Und dann schwingt sich das relativ schnell ein, auch in unterschiedlichen Konstellationen, weil man ja immer fragt, ja, mit wem müsste man denn reden? Also zum Beispiel gerade, wenn Sprache ein Thema ist oder Erfahrungshintergrund im Ausland, da wo schon mal einer war. Also dann guckt man, dass man so diese Menschen, die dann diese Interviews führen, übrigens immer einzeln und nicht in der Gruppe, dann eben dann auch unterschiedlich zusammen. Also wer kann das jetzt am besten beurteilen? Und das geht ziemlich schnell und sehr organisch. Und dann gibt es so 2-3 Sachen am Anfang, da tut man sich vielleicht ein bisschen schwer. Und dann läuft das. Und ich würde sagen, es läuft einfach nur wie geschmiert und es braucht weiter sonst nichts. Also da ist auch jetzt das eine relativ schnelle Trittsicherheit gekommen. Sozusagen völlig undramatisch. Wenn man jetzt das aus unserer heutigen Perspektive nochmal rückwärts betrachtet, Thorsten, was kannst du uns noch sagen? Was hat sich so konkret geändert an vielleicht harten Zahlen, harten Fakten? Wir hatten jetzt so ein paar weiche Punkte. Wie hat sich das Geschäft verändert jetzt seither? Erheblich. Also ich erinnere mich noch, der Andreas Schlegel hatte damals zu mir gesagt, in einem Jahr wirst du dein Unternehmen nicht mehr wiedererkennen. Das stimmt auch. Was sich natürlich auch
deutlich verändert hat, ist der wirtschaftliche Erfolg. Wir haben jetzt wenig Möglichkeiten, unsere relativen Ziele festzustecken, weil man in unserer Branche nicht so offen mit Zahlen umgeht. Wir haben aber einige Möglichkeiten gefunden, wo wir uns dran orientieren. Aber im Ergebnis, wenn ich das mit den Vorjahren vergleiche, haben wir das, was unten übrig bleibt. Also das ist schon im zweistelligen Bereich gestiegen, also 10-15%. Und dauerhaft. Dauerhaft. Also nicht, dass jetzt einer den Job macht von zweien und zwei Schichten oder drei Schichten machen muss, sondern einfach, weil wir heute ganz anders arbeiten, also die Arbeit viel besser organisieren, die Wertschöpfung fließt, wie man so schön sagt. Es gibt keinen, der einen behindert und plötzlich Feedback-Gespräche machen möchte. One-on-ones. Hat noch keiner nachgefragt, gell? Es hat noch keiner nachgefragt, nein. Keiner nach Feedback gefragt und keiner gefragt, mach mal eine klare Ansage, war nichts mehr zu spüren. Nein. Also das ist sowieso auch natürlich ein Nebeneffekt. Bei mir kommen tatsächlich nur noch Mitarbeiter an mit Themen, die sie wirklich selber nicht lösen können oder teilweise auch nicht dürfen. Also wo ich auch als Geschäftsführer gefragt bin. Und ganz selten kommt es mal vor, dass gerade wenn es jetzt irgendwie Probleme gibt mit Kunden, die dann mit dem Vorgesetzten sprechen wollen. Wir haben dieses Thema noch nicht gelöst bei uns, weil es wissen alle Bescheid, für solche Kunden darf man sich auch wichtig klingende Titel ausdenken, die möglichst aber nichts mit Manager oder Head of anfangen, sondern einfach wichtig klingen, so dass der Kunde, ne? Es gibt also Kunden, die brauchen das, die wollen dann mit so einem normalen Menschen nicht sprechen, sondern die brauchen dann immer den Chef. Das kommt aber super selten vor. Mhm. Also ich kümmere mich jetzt wirklich nur noch um die Dinge, die wichtig sind und nicht mehr um operative Dinge. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal von euch beiden hören, jeweils, was ist der Punkt, wo ihr sagt, das war also wirklich der Hammer, das war bedeutend, das war bemerkenswert jetzt von der Transformation, von der Veränderung, die ihr durchlebt habt. Silke, magst du da anfangen? Also nach meiner Wahrnehmung hat sich da schon auch was geschoben im Selbstbewusstsein. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass ihr ja so ein bisschen viele Quereinsteiger habt an Mitarbeitenden, die jetzt, weil es ja auch nicht so den richtigen Ausbildungsberuf gibt für Zoll, das ist ja auch nochmal so ein Sonderthema, so dass es eigentlich so ein bisschen auch als eine Branche gilt, die so ein bisschen, wo man so sagt, so, ja, kann man damit eigentlich richtig Geld verdienen oder das ist gar nicht so einfach? Also eher so ein bisschen sich auch tief stapelt. Und ich glaube, dass man sieht, dass man einfach ein sehr florierendes Unternehmen da kreieren kann, wo man gut arbeiten kann, ohne ausgequetscht zu werden und irgendwie kollegiale Arbeitsbedingungen findet und dass das wirklich in kürzester Zeit geht und auch eben sich auf Dauer trägt. Und ich muss sagen, ich finde es einfach schön, sich das anzugucken und sich da auch nicht irre Kirre machen zu lassen. Und das sind eben die Beispiele, die dann so ganz in Ruhe dann erfolgen, wo man so sagt, ja, das ist jetzt, die Arbeit ist getan, das ist ein anderes System da, das funktioniert jetzt und das ist aus sich heraus auch ein Stück weit robust und funktioniert. So, und das ist immer wieder, ich finde das befriedigend. Carsten? Das kann ich so bestätigen. Also Silke erwähnte ja schon, in unserer Branche sind halt diese Zollspezialisten, also gibt es nicht so viele am Markt, die werden nach wie vor viel nachgefragt und dringend gesucht und ich weiß, dass viele unserer Mitarbeiter werden fast täglich angerufen von Headhuntern oder angeschrieben auf LinkedIn, also fast so schlimm wie in der Softwareentwicklung und trotzdem bleiben sie, weil und ich weiß auch, dass die teilweise Angebote bekommen aus der Industrie, da können wir auch gar nicht mithalten. Aber die Mitarbeiter verzichten dann lieber auf Geld und arbeiten in der Zellstruktur. Das ist ganz klar. Das sagen sie mir auch. Wir sprechen da ja offen drüber. Und als allerletzte Frage, Thorsten, was würdest du deinen
Kolleginnen, Kollegen, Unternehmerinnen und Unternehmern empfehlen, wenn sie daran denken, einen solchen Weg einzuschlagen, wo du sagst, bitte beachtet das? Naja, das wirklich wollen ist einfach entscheidend. Also, also viele Dinge sind entscheidend, auch das Menschenbild, was habe ich als Unternehmer jetzt für ein Menschenbild? Traue ich den Menschen zu, dass sie nicht ausgepeitscht werden müssen oder incentiviert, um zu arbeiten? Oder sehe ich das anders? Das war bei mir der Fall. Und ich hatte ja selber immer, also gut, ich bin jetzt über 30 Jahre in dem Unternehmen. Ich kenne natürlich nicht viele andere Unternehmen, aber ich hatte in meiner Ausbildung schon ein Problem mit Command and Control und fand das nah an Körperverletzung und war immer der Meinung, das hat auch niemand anders verdient. Also das wirklich wollen, hinter was Silke auch schon erwähnt hat, jetzt nicht zu denken, das ist jetzt gerade Hip und New Work und wir müssen da was machen, um uns am Markt zu positionieren oder so, das ist alles Blödsinn, sondern man muss da schon sehr viel tiefer in sich reinschauen. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut wird. Silke, was meinst du? Also ich denke, dass wir alle Probleme, die wir im Größeren haben, das ist egal, ob in Organisationen oder noch größer, nur dadurch hinkriegen, dass wir bereit sind, an Systemen zu arbeiten. Und das ist nicht mehr gewohnt. Also ich finde, da haben wir wenig Übung, da wird auch zu wenig drüber gesprochen, dass das eigentlich die Königsdisziplin ist der Arbeit an Gestaltung. Und dass das aber die Aufgabe ist von denjenigen, die, wie man so schön sagt, die in charge sind. Also die Aufgabe ist wirklich zu sagen, ich bin bereit und ich kümmere mich auch darum und das kann ich auch nicht wegdelegieren, mich mit Systemen und Systemgestaltung auseinanderzusetzen. Und dazu gehört halt auch das Organisationssystem. Und dass das eine ernsthafte Arbeit ist, mit der man sich beschäftigen muss, aber die auf der anderen Seite natürlich ein Riesenpotenzial hat, wirklich so, was man woanders so den Gamechanger nennt, auch wirklich hinzubekommen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das geht halt auch nicht so im Sinne von, ich mal mal was auf oder so. Und ich denke, wenn man das verstanden hat, ich glaube, dann ist es spannend ohne Ende. Dann macht es auch wahnsinnig viel Freude, weil man damit eben auch so unheimlich viel erreichen kann und setzt euch damit auseinander. Also diese Freude, genau sich damit auseinanderzusetzen und sich in diese Arbeit reinzubegeben, in welchen Weg man dann geht oder mit wem man das auch immer geht. Aber ohne das bleibt man eigentlich immer im Alten in irgendeiner Form kleben. Das sind doch wunderbare Schlussworte. Liebe Silke, lieber Thorsten, habt ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für unseren ersten Beta-Talk. Das ist eine Premiere, die sich so sehen lassen kann. Ich bin schon sehr gespannt auf das Thema, was folgen wird. Wir werden in unregelmäßigen Abständen weitere Beta-Talks haben. Und insofern wünsche ich allen hier einen wunderschönen Tag. Schaut auf unserem Beta-Kodex-Kanal vorbei. Wenn ihr euch für den Beta-Kodex interessiert, wenn ihr mehr wissen wollt zu diesen Themen, dann schaut bitte unten in die Video-Proceedings rein. Wir werden euch dort noch Querverweise mit reinbringen, wo ihr euch weiter und tiefer mit der Materie beschäftigen könnt. Ich wünsche viel Erfolg bei euren Transformationsvorhaben. Bis dann. Tschüss.